Hallo, mein Name ist Tom und wir schauen uns heute Larkans Gefängnis an. Gleich zuerst zu den Kruxen. Man kämpft hier nur gegen Bossmonster, deshalb könnt ihr nehmen, was auch immer gut gegen Bossmonster ist. Wahrscheinlich wird das irgendwas zwischen wilder, bitterer, fokussierter, starker oder schneidender Krux sein. Im Zweifel dann einfach die aufmüpfige. Aber ich denke, ihr wisst ja, was optimal für eure Klasse ist. Larkans Gefängnis hat nur einen Normal Mode und ist deshalb nicht sehr fordernd als Endgame-Instanz. Tatsächlich ist man relativ schnell durch. Es dauert ca. 10 bis 15 Minuten, also eine kurze Sache und kein großes Thema. Wir finden hier zuerst drei Trash-Mobs vor und weiter hinten nochmal drei. Derjenige, der die Kette abbekommt, ist ein Priester und kann die anderen heilen. Allerdings sehen wir, dass die sehr, sehr schnell sterben, also kein großes Problem. Deshalb macht man das in der Regel auch so, dass man alle 6 Trash-Mobs direkt zum Boss hinzieht und dann alle auf einmal macht. Ich wollte mir aber zuerst mal das Team anschauen, da es eine Random-Gruppe ist. Ich habe die übers Tool gefunden und deshalb lieber Vorsicht als Nachsicht. Hier sind wir nun schon beim ersten Boss und er haut sehr gerne mit seinem Hammer zu. Dies passiert sehr, sehr schnell und es ist relativ schwierig, den auszuweichen. Deshalb nehme ich die Hits einfach mit in der Regel. Viel Schaden machen die nicht und man kann sie leicht gegenheilen lassen. Der Priester oder der Mystiker hat es in der Regel tatsächlich nicht schwierig hier. Es ist etwas langweilig für ihn. Wir haben die Meldung, Verstärkung ist eingetroffen gesehen. Dann kommen ein paar Bogenschützen von hinten. Die gehen meistens dann auf den Heiler los. Deshalb sollten die DDs die Bogenschützen wegmachen, da die doch mit der Zeit dann nerven. Ansonsten kann der Tank natürlich versuchen, die Aggro zu ziehen. Da sie aber verteilt stehen, klappt das natürlich nicht so toll. Auch die Kette ist natürlich gut, aber die ist halt oft im Cooldown. Der Boss zählt oft bis 3, also man sieht das dann so oben, 1, 2, 3 und dann macht er entweder eine starke Attacke nach vorne, so eine Art Strahl oder dann so eine AOE, die auch durch einen großen Kreis angezeigt wird. Diese AOE tickt zweimal, also es kommen wie zwei Wellen und die stunnen. Deshalb versucht da auszuweichen, einfach aus dem großen Kreis raus, dann ist das absolut kein Problem. Auch insgesamt, der Boss ist eigentlich einfach Rufhauen, dann stirbt das Vieh und dann passt das. Also wirklich nicht die Herausforderung, absolut kein Problem. Hier kommt dann schon der zweite und letzte Boss. Dieser dauert ein wenig, ist etwas mühsam, aber ist eigentlich mehr eine Geduldsprobe als eine Skillprobe. Der Boss macht diese kleinen roten Kreise, die ihr sehr oft seht, die explodieren dann sehr, sehr schnell und machen, ich würde jetzt sagen, nicht viel Schaden, aber auch nicht wenig Schaden. Gerade wenn man so als Stoffi oder so da drin steht, geht das Leben schon ein bisschen runter. Bevor ich zu dieser Mechanik hier komme, mache ich dann noch mein Sätzchen mit den Kreisen jetzt schnell fertig. Also diese Kreise machen doch ein bisschen Schaden und sind eigentlich die behindertste Attacke von diesem Boss. Man kann sehr, sehr schlecht dodgen oder ausweichen, da man immer seine Rotation direkt abbrechen müsste und einen Rücksprung oder so machen müsste. Deshalb ist es in der Regel so, dass man die Hits einfach mitnimmt. Das heißt, das Team frisst relativ viel Schaden und der Heiler sollte doch aufmerksam sein. So, nun aber hier zu diesen kleinen Trash-Mobs am Rand. Bei ca. X18, 16 und 14, es könnte auch 16, 14 und 12 sein, gehen diese Käfige am Rand auf, immer zwei. Man sieht die Käfige jetzt ganz knapp oben rechts ein bisschen. Diese gehen dann auf und immer einen links und einen rechts. Und deshalb teilt man das Team auf in zwei Zweiergrüppchen. So gehen zwei Leute nach links und zwei Leute nach rechts und hauen dann diese vier Trash-Mobs weg. Schafft man das nicht innerhalb ca. 5 Sekunden, kommt eine Schlange hoch und verwandelt alle Mobs, die noch leben, in stärkere Versionen, die etwas mehr Leben haben und dann ihrerseits auch wieder solche kleinen Kreischen machen. Das ist ein bisschen mühsam, deshalb versucht möglichst gut die Mobs wegzumachen. Sollte es aber trotzdem nicht klappen und sollte die Schlange die Mobs verwandeln, fokussiert euch einfach auf den Trash, haut die noch kurz weg, dann habt ihr absolut keinen Stress. Also ist wirklich kein großes Thema.
Der Boss selbst hat während dieser Phase ein Schild, auf ihn kann man also keinen Schaden machen. Am besten, wenn man es ganz professionell machen will, teilt man sich vor dem Kampf noch schnell auf, sagt, wer geht links, wer geht rechts, also wie gesagt, zwei links, zwei rechts, der fünfte als Bonus und dann läuft das. Hat man den Boss auf X10, geht er hier nach hinten und kriegt seinerseits eine Schlange ab, wird also jetzt zu einer stärkeren Version verwandelt. Sobald er aufsteht, macht er immer eine Stun-AOE, einen Knockback. Deshalb habe ich da auch geblockt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und dieser Boss nun ist relativ ähnlich dem vorherigen. Er haut ein bisschen mit seinem Stab zu, er macht die kleinen Kreise wieder, die sehr schnell explodieren. Zusätzlich haben wir jetzt aber noch einen größeren Kreis mit einer AOE. Da kann man aber gut rausgehen, das ist nicht so das Problem. Hier sehen wir diesen, absolut kein Problem. Jo, dann zu der Rechten jetzt diese kleinen Kreise, also die sind wirklich mühsam. Man sieht ansonsten noch seine Stabwedel-Attacke da. Und dann bei circa, was haben wir da, X16, 18, irgend sowas, macht er dann am Rand diese Feuerstellen an. Und zuerst sind das nur deren zwei. Ich denke, man kann das gut sehen. Ich schaue extra ein bisschen da nach hinten. Und da kommen dann pro Feuerstelle drei Bälle raus. Diese Bälle haben, glaube ich, ziemlich genau 50.000 Leben. Und die sollte man kaputt machen. Denn schafft man es nicht, erreichen diese Bälle die Mitte, kriegt man pro Ball, der durchgekommen ist, einen Debuff, der, glaube ich, pro Sekunde 2% Leben abzieht. Also lässt man zum Beispiel drei Bälle durch, kriegt man dann 6% Leben abgezogen. Ich glaube nicht pro Sekunde, vielleicht alle 5 Sekunden oder alle 3 Sekunden oder so. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Auf der Seite habe ich jeweils noch ganz kurz ein Bildchen eingeblendet, das euch anzeigt, welche Feuerstellen denn genau angehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr kurz zurückskippen und euch das nochmal einprägen. Aber man sieht es doch relativ gut. Wichtig ist, dass man sich hier natürlich auch aufteilt, also möglichst ein Mann pro Feuerstelle. Ist etwas schwierig in der dritten Phase, wo dann alle angehen. Und es sind insgesamt 7, ihr habt nur 5 Spieler. Deshalb am besten einfach die AOEs, Eisteppich, Pfeilregen, Zyklon vom Bersi, all das Zeug einfach in der Mitte machen und dann kommt eigentlich kein einziger Ball durch in der Regel. Also wir hatten hier eigentlich selten Probleme, also in Alban Runs, es kommt eigentlich fast nie ein Ball durch. Ist nicht wirklich so ein Problem. Problem ist eher der Boss selbst mit seinen sehr, sehr schnellen Attacken, die schwierig zu blocken sind. Das ist tatsächlich ein bisschen mühsam, aber wenn man einen guten Heiler dabei hat, geht das sehr, sehr gut. Nun frisst da eine Schlange die Feuerkugel in der Mitte, das gibt dann nochmal so eine AOE mit diesem Debuff. Man kann dem AOE theoretisch dodgen mit dem iframe vom Rücksprung oder so. Da muss man, glaube ich, was war das irgendwie? Ich weiß nicht mehr genau wann. Meine Dodge-Kollegen wissen das jeweils besser. Ja, das Ganze passiert bei X10. Der Debuff selbst ist nicht disablebar, ist aber auch kein Problem. Und ab X10 kommen dann so diese Flächen, die sieht man jetzt sehr schön da am Boden, diese schwarz-roten Flächen. Und da kommt dann immer so eine Schlange raus, die nochmal ein bisschen was an Schaden macht. Ist aber nicht wirklich viel. Aber versuchst trotzdem aus diesen schwarz-roten Flächen einfach rauszulaufen. Dann habt ihr eigentlich nicht so die großen Probleme. Sieht da jetzt immer wieder diese Schlangen, die aus diesen Flächen kommen. So, ja, und ansonsten eben, er haut mit seinem Stab zu, dreht sich so, kleiner Kreis und großer Kreis. Oh. In der Regel, also ich selbst lasse mich eigentlich fast von allem treffen, weil es mir wirklich einfach zu mühsam hier irgendwas groß zu dodgen und zu blocken, dann komme ich eigentlich gar nicht mehr zu drauf zu hauen und vom Schaden her ist es doch erträglich, sodass ich hier tatsächlich so frech bin und eigentlich das tue, was kein Heiler je hören will, und zwar, ja, dass man einfach den Schaden frisst und das gegenheilen lässt. Drop-technisch oder Loot-technisch haben wir hier ganz viele Sachen. Das ist einmal der Ring vom neuen Set, also Melior-Ring, Plünderer-Ring oder Schildring. Achtet darauf, was es für ein Ring ist. Ist es für Tank-Heiler oder DD? Und würfelt nicht aus Versehen auf etwas, das als Set-Bonus dann Heilung hat, nur weil der Ring selbst ganz hübsch aussieht. Das ist nicht sehr nett.
dann Brosche kann droppen. Wir haben sehr viel Plusfutter, diese komischen Rüstungsrezepte hier. Was haben wir noch? Demokronenplasma kann droppen. Ja, so das übliche Zeug, was ein bisschen überall droppt. MES kann droppen. Also eine ganz hübsche Auswahl an Loot. Deshalb lohnt es sich durchaus, hier ab und zu mal reinzugehen. Dauert so ja, 10, 15 Minuten, also nicht allzu lang. Und ist relativ gemütlich, das Ganze. Jo, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.